Die Vorsänger der Südkurve München meldeten sich im vergangenen Spieltagsflyer zu Wort und schätzten die aktuelle Stimmungslage im Heimbereich des FC Bayern ein. Dabei fanden sie teils klare Worte und appellierten an jeden FCB-Anhänger, mehr aus sich herauszuholen. Zitat Vorsänger Schickeria München: Servus Südkurve, Servus Bayern-Fans, mit der emotionalen Achterbahnfahrt in der Hitze von Köln ging die vergangene Saison letztlich im Jubelrausch zu Ende. Unser Verein stand trotz bestens zurückgekehrter FC-Hollywood-Manier am Ende doch wieder ganz oben in der Abschlusstabelle, während andernorts fast genau 10 Jahre nach unserem Wembley-Triumph statt langer Meisterfeier wieder nur lange Gesichter und die bereits kaltgestellten Biere allenfalls zum Frust runterspülen blieben. Trotzdem blicken wir sportlich auf eine Spielzeit zurück, in der die Jungs auf dem Platz unserer Wahrnehmung nach viel zu oft vor allem Mannschaftsgeist und Hingabe vermissen ließen. Das Heimspiel gegen Mönchengladbach sollte der Tag werden, an dem das Jubiläum und unsere Südkurve im Mittelpunkt standen. Lange darauf hingefiebert und hingearbeitet ließen wir jeden daran teilhaben. Eine große Choreo zu Spielbeginn, die erste großflächige Pyroshow bei einem Bundesliga-Heimspiel und eine geschlossene, stark aufgelegte Kurve ließen den Gästeanhang bestenfalls zu Statisten werden. Diese glückliche Erkenntnis wirft aber zwangsläufig die Frage auf: Warum nicht öfter? Denn nachdem diese Woge der Begeisterung hinüber war, kamen wir in sehr ruhiges Fahrwasser, und das ist bei einer Fankurve bekanntlich eher kein Qualitätsmerkmal. Bereits im darauffolgenden Heimspiel, dem Prestigeduell mit den VfB Stuttgart und seiner Cannstatter Kurve, war der Tiefpunkt der Saison auf den Rängen erreicht und wir Vorsänger verließen irgendwo zwischen gefrustet und großen Fragezeichen im Gesicht das Stadion. Das war wirklich blutleer sowie lust- und antriebslos. Bleibt also eine konstant starke Heimspielstimmung die aktuell größte Baustelle? Vorläufiges Fazit ist wohl ein klares Ja. Denn auswärts hinterließen wir stets mindestens einen soliden Eindruck mit vielen Ausreißern nach oben, sei es in Paris, bei unserer Rückkehr in San Siro, wo mit einem 90 Minuten durchdrehenden und lodernden Gästeblock im Grunde alles passte, bei den Pokalspielen in Augsburg und Mainz oder auch beim Rückspiel im Neckarstadion. Bei Heimspielen wiederum taten wir uns mit guten Auftritten vor allem im Herbst und Winter der Hinrunde schwer und hatten eine recht lange Phase, in der die Überzeugung und der Elan doch ziemlich fehlten. Es war oftmals keine Katastrophe, aber wenn da oben nicht gerade gefühlt 100 Mainzer stehen und selbst nichts auf die Kette kriegen, sondern mit Bremen, Köln und Frankfurt dreimal hintereinander Fanszenen im Oberrang recht ordentlich abliefern, dann muss da einfach mehr kommen. Es gibt gute Tage, es gibt schlechtere Tage, das ist normal und völlig in Ordnung. Aber es ist unser Stadion und unser Heimspiel, der Anspruch muss stets sein, die deutlich spürbare Stimmhoheit zu haben. Und mit etwas Einstellung und Engagement von jedem und jeder, wie ihr da in den Blöcken 109 bis 117 und darüber hinaus steht, wird das auch immer so sein. Ihr alle seid Teil der Kurve, jeder und jede, der oder die möchte, gehört dazu. Dies ist euer Ort, eure Freundinnen und Freunde, eure Freude, aber auch eure Aufgabe. Die Südkurve ist auch in den Außenbereichen nicht gemacht, um die gute Stimmung zu konsumieren, sondern zu ihr beizutragen. Nur alle gemeinsam sind wir stark und liefern die bestmögliche Unterstützung. Und Hand aufs Herz, kannst du, wie du das hier liest, von dir sagen, dir da nicht ab und an auch an die eigene Nase fassen zu müssen? Und mit der Frage richten wir den Blick in die Zukunft. Es ist eine ganz einfache Rechnung: Singen alle mit, ist die Stimmung gut, haben alle Spaß. Träller lautstark und enthusiastisch mit. Springe, klatsche, sei einfach locker, brich aus deinem Alltag aus und mache diesen Ort in den 90 Minuten zu einem magischen Ort für dich und damit für uns alle gemeinsam. Lasst euch anstecken und steckt andere an. Unser Virus heißt jetzt glücklicherweise wieder FC Bayern und überträgt und verbreitet sich in der Südkurve. Je mehr man sich ihm hingibt, desto größer ist die Gefahr von Heiserkeit ausgelaugt sein, Freude und Glücksgefühl. Gehen wir es also jedes Mal aufs Neue motiviert an, getreu dem Motto eines unserer Lieder: immer vorwärts und niemals zurück. Denn Stillstand ist Rückschritt. Das Ziel kann eigentlich nur eins sein: die Topkurve der Bundesliga zu sein. Und die zeigt nicht nur im Europapokal-Halbfinale oder einem Derby, was in ihr steckt, sondern auch beim Durchschnittsheimspiel gegen Wolfsburg, Heidenheim oder Leverkusen. Wir sind, was wir draus machen. Merkt euch diese Worte und ruft euch das vor jedem Spieltag wieder ins Gedächtnis. Keine Sorge, wir werden euch nerven und regelmäßig daran erinnern, dafür sind wir ja da. Und wir haben richtig Lust, eure Vorsänger. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.